Oh yes, liebe Freunde, es ist wieder soweit, es ist wieder Zeit für den Fragenhagel. Ihr habt mir wieder einige Fragen gestellt und ich habe jetzt genau 3 Minuten Zeit, diese zu beantworten. Ich habe noch keine Ahnung, welche Fragen mich erwarten, aber ich stelle jetzt mal den Timer, dann geht's los und im Anschluss erkläre ich dir, wie auch du die Möglichkeit hast, mir deine Fragen zu stellen. So, Alexa, stell einen Timer auf 3 Minuten. Ab jetzt. Hier sind meine Fragen. Frage Nummer 1. Hallo Mike, welche Effekte benutzt du am liebsten bei einem Übergang? Ehrlich gesagt benutze ich relativ wenig Effekte, weil die meisten Effekte einfach nicht schön sind und meistens die Leute auch aus dem Flow der Musik rausholen, weil sie plötzlich den Track irgendwie verändern. Und das hat als mobiler DJ tatsächlich negative Auswirkungen auf die Stimmung auf der Tanzfläche. Deswegen halte ich mich mit Effekten eher zurück. Wenn ich was nutze, dann den Reverb, den Echo, vor allem auch den Echo-Out-Effekt. Aber ansonsten anstatt Effekte nutze ich zum Beispiel unglaublich gerne die Loop-Funktion für meine DJ-Übergänge. Nächste Frage. Was ist die ideale Länge für Live-DJ-Mixes, für Homepage, Mixcloud etc.? Boah, das kann ich dir nicht sagen. Das musst du für dich selber rausfinden. Das kommt auch immer drauf an, welche Art DJ du bist. Also ich sage jetzt mal, bist du mobiler DJ, möchte sich keiner da einen 4 Stunden DJ-Mix auf deiner Webseite anhören, wenn er gerade auf der Suche nach einem DJ ist. Also das musst du für dich selber rausfinden, für dich selber entscheiden. Nächste Frage. Wo kaufst du deine DJ-Controller? Tatsächlich unter anderem bei Thomann, weil ich selber Thomann-Partner bin. Deswegen ist das meine erste Anlaufstelle. Wenn ich selber vor Ort etwas anfassen möchte und ich komme halt nicht aus der Ecke von Thomann, dann fahre ich nach Frankfurt zu Session Music. Der ist gerade mal 20 Minuten von mir entfernt. Dort kennen die Verkäufer mich, ich kenne die Verkäufer. Dann plaudern wir ein bisschen und dann lasse ich mich dort beraten. Und dann kann es auch sein, dass ich dort mal was kaufe. Also auch außerhalb von DJ-Controllern. Nächste Frage. 4-Kanal-Controller für virtuell DJ. Welche Empfehlung kannst du geben? Du, ich selber nutze den Pioneer DDJ-1000 DJ-Controller. Das ist ein 4-Kanal-Controller und ich nutze ihn selbst auch mit Virtual DJ. Also meine Empfehlung hast du definitiv. Ich glaube, es ist auch mittlerweile einer der meistverbreiteten Controller. Guck ihn dir auf jeden Fall mal mit an. Ich verlinke dir unten mal aktuell das günstigste Angebot. Wie gesagt, ich bin Thomann-Partner. Guck's dir mal an, der Pioneer DDJ-1000. Nächste Frage. Hast du auch einen Kurs online zum Marketing online? Nein, einen Online-Kurs zum Thema Marketing habe ich nicht. Das ist auch unglaublich schwer, dafür einen zu erstellen, weil sich Marketingstrategien ständig ändern. Unter anderem ändern sich auch zum Beispiel diese ganzen Werbemanager, Facebook Ads Manager, Google Ads Manager. Also in den letzten 2 Wochen hat sich allein der Google Ads Manager von der Optik 3-mal verändert. Das heißt, wenn ich dann einen Videokurs zu mache und du ihn dir anguckst, sieht das bei dir wahrscheinlich im Manager mittlerweile schon wieder ganz anders da aus. Deswegen ist das Einfachste, wenn es um Thema Marketing geht, bei mir ein Personal Coaching zu buchen. Jetzt ist die Zeit vorbei. Alexa, stopp. Ich verweise da eher auf meine Personal Coaching. Also wenn du das Marketing lernen möchtest, dann buch am besten bei mir mal ein Personal Coaching. Da setzen wir uns wirklich über einen ganzen Tag zusammen, gehen individuell auf deine Bedürfnisse ein. Das ist viel, viel besser als ein Kurs, weil du auch Rückfragen stellen kannst, wie auch auf deine Situation und auf deinen aktuellen Stand im DJing eingehen und vor allem auch Werbung und Marketing ja für dich und deinen Stil machen. Das ist viel besser. Guck's dir mal an. Aktuell hast du noch die Möglichkeit, einzelne Personal Coachings bei mir zu buchen. Yes, Freunde, das war der heutige Fragenhagel mit einigen Fragen. Ich möchte dir kurz erklären, wie auch du die Möglichkeit hast, mir deine Fragen zu stellen. Und das funktioniert relativ einfach. Du packst dir dein Smartphone und gehst bei mir mal auf meine Instagram-Seite. Und jeden Dienstag findest du in meinem Instagram-Account, in meinen Stories, den sogenannten Frag DJ Mike Sticker. Und da hast du die Möglichkeit, mir deine Frage reinzustellen. Dann landet sie bei mir hier auf dem Bildschirm und mit viel Glück wird sie dann hier von mir beantwortet. Yes, Freunde, ich sag Dankeschön fürs Einschalten. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Mach's gut. Ciao, ciao. Der Mike.